Diktate aus dem deutschen Schrifttum. Heinrich Schachelmann. Das Waldmäuslein. Der rote Vollmond war hinter den Tannen aufgegangen und stand mit seiner großen Scheibe am Himmel, und seine Strahlen fielen durch die Zweige einer riesigen Buche, die am Waldrand stand. Allerlei Namen waren in ihre graue Rinde geschnitten. Manche von ihnen glichen dicken Narben und hatten durch das Wachstum des Buchenstammes eine ganz verzerrte Form bekommen. Unten am Stamme, wo die dicken Wurzeln sich an die Erde drängten, war an einer Stelle ein kleines Mauseloch. Der Abendwind säuselte in der Krone, sonst war nichts zu hören. Da blickten plötzlich aus dem Loche am Fuße der Buche zwei kleine, kluge, schwarze Augen. Und ein winziger Kopf mit einer schnuppernden Nasenspitze war zu sehen. Zwei Ohren lauschten angestrengt nach allen Seiten. Einen langen Augenblick schien der Kopf wie starr zu sein. Und dann kam ein graues Mäuslein hervorgeschlüpft. Das hopste über die eine Baumwurzel, lief auf den Fahrweg, der am Waldrand hinführte, sprang in eine tiefe Wagenspur und huschte geräuschlos und gewandt darin entlang. Ungefähr 100 Meter weiter fand es eine Eichel, nagte daran, sprang dann quer über den Weg und wühlte sich in einen Haufen welker Eichenblätter.